Ein wunderschön zu Clicker Hero Folge 89. Na, gestern war ja die Tram 88. So, wir tun, machen, was tun wir denn machen? Ich sag mal so, wir tun am besten einfach mal senden. Ja, witzige Geschichte. Ich habe gestern ein paar Essential gemacht, zwei Stück, und habe dann gestern Abend noch ein dritte angefangen. Also kurz vor mir ins Bett gehen und habe dann meine Helden einfach so hochgelevelt, ne, und bin dann irgendwann so bei ihm hier stecken geblieben und hatte keinen Bock noch weiterzumachen. Habe deswegen einfach meine Hand hier drauf gesetzt, 25 Schritten, und dachte so, naja, soweit wir über Nacht kommt, kommt da. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich alleine mit ihm schon bis Level 2400 komme, weil er sich einfach bis Level 3000 drückt. Ja, ist ganz witzig. Das heißt, ich habe mittlerweile einen riesigen Vorsprung. Ich habe heute früh nach dem Aufstehen dann mal versucht, ihn noch ein bisschen hoch zu leveln. Es bringt halt tatsächlich einfach gar nichts. Einfach 0,00% vom Gesamtschaden. Gut, er ist auch nicht gegildet. Ich hätte ihn noch gilden müssen, ne, um einen fairen Vergleich machen zu müssen. Aber trotzdem einfach, dass ich allein mit einem schon so weit komme, dass ich hier alle nächsten komplett überspringen kann. Ist schon geil. Ja. So, was willst du? Ich hab eine ganze Menge. Level of Kronos, Level of Atman. Second. Power Bosses, Super Click. Solomon. Ah, Hero Souls. Na, das können wir doch mal machen. Gucken wir, wen wir dafür wegschmeißen. Tialata, Sonjaganaut, sind beide sehr cool. Achso, ja, jetzt gerade spiele ich hier ein bisschen noch mit Aktiv. Mal gucken, wie weit ich damit nochmal komme. Ja. Einfach um nochmal so lange, bis wir tatsächlich sind, nochmal ein paar Level auszudrücken. Ich glaube mal, das bringt nicht allzu viel. Also bevor ich jetzt gerade hier aktiv gespielt habe, habe ich 3 Minuten, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich diesen aktiven Bild hier gestartet. Sieht man ja auch, bin gerade mal hier bei Combo 3000. Und davor hatte ich schon 1,7 E7. Und mal gucken, wie weit ich jetzt hiermit noch raushauen kann. Ja, so, egal. So, Jaggernaut. Kronos, Yalathas, auch Jaggernaut. Haben wir nirgendwo Yalathas? Solomon eigentlich noch? Nö, tatsächlich nicht. Schau mal an. Dann müssen wir den hier auf jeden Fall mit reinnehmen. Blöd ist nur, die wir jetzt alle haben, sind eigentlich alle gut. Kronos, ja, das. Das wird komisch. Das ist auch gut. Ich weiß, das Einzige, was man wegschmeißen, also das, was ich am ehesten, ne, wegtun könnte, wäre er oder er. Aber auch die sind eigentlich gut. Und ich weiß nicht, ob es jetzt bringt, ihn hier zu nehmen. Der ist halt auch gut. Fuck. Oh Gott, dass irgendwann mal dieser Ort kommt, dieser Moment kommt, könnte, hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, Alter, das ist vor allen Dingen schon Level 60. Halleluja. Oh mein Gott. Okay, mal gucken, was hat er alles? Er hat... Goldbillig hat er gar nichts. Und er hat halt extrem viel für Gold. Wobei extrem viel jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Komm, ich weiß nicht raus. Ganz ehrlich. Bam. So. Easy. Ja. So, dann kann ich dich noch mal ein bisschen hochleveln. Oh, Alter. Alter. Ja, ich weiß, es bringt im Vergleich zu den Tausenden von Leveln, die wir schon haben, bringt die paar Level, die wir hier immer dazu bekommen, gar nichts. Aber, der Wille zählt. Können wir mal ein bisschen unsere Dixerumster ver... Ups, schon zu teuer. Können wir mal ein bisschen unsere Dixerumster da verschwinden, unsere Koas. Der kostet jetzt auch schon 1024, der kostet sogar schon noch mehr. Digga, was geht? Der hier kostet am wenigsten. Okay. Ups. Dann. Achso, mein Bild ist hier verrückt. So, danke. Gucken, wie viel bringt denn der?
Ja, siehst du hier, 5000er Cup, aber wir haben schon 1,3, also das Dreifache alleine von ihm selber. Und das ist halt wichtig, dass wir halt, wie gesagt, genau diesen oberen Wert, dass wir den halt wirklich, ja, den praktisch benutzen. Und genau dieser obere Wert, das ist halt der Wert, den wir halt hiermit schön erhöhen können. Und hiermit natürlich. Weil wie gesagt, der untere, wenn ich den noch 10 Level geben würde, dann wäre der untere Wert gerade mal bei 10 Tau, also bei 1 ist 5. Also, ne, dann wäre der immer noch größer. Deswegen müssen wir einfach versuchen, den Wert müssen wir, ich sag jetzt mal, aufgeben, weil ihn zu pushen ist einfach zu teuer. Weil wir bräuchten hier von weitere 10 Level. Da wäre es besser, ihn hier weiter zu pushen und damit dann ihn extrem zu pushen, weil Agent zu pushen ist vergleichsweise einfach. Und da können wir dann tatsächlich den Wert hier so weit hoch drücken, dass denn der Wert, ich sag jetzt mal, irrelevant wird. Wie gesagt, am Anfang bei den ersten Bossen, da ist das immer ganz cool, weil ja, da hat man halt hier noch extrem wenig und hier hat man ja definitiv mehr bei den ersten Gott, wie heißen die jetzt? Primal Bossen. Aber bei den späteren Bossen, also so ab Level 1000 und so, da ist denn der Wert in der Regel ausreichend, sage ich jetzt mal. Klar, es wäre natürlich besser, wenn wir den Wert hier pushen könnten, weil ohne Cap wäre der Wert hier bei weitem höher als der Wert. Nur um den Wert ausnutzen zu können, müssten wir den hier auf Level 500 Millionen heben, also hier unseren Bock. Und das ist einfach mit den Transcendent Souls, die wir haben, so nicht möglich. Ausnahme, wir würden von ihm ein paar oder von ihm ein paar auf ihn umlenken. Aber das Problem ist, Ponyboy und Xilchniert sind fast genauso wichtig. Also ja, da rennen wir früher oder später in der Zwickmühle. Von daher würde ich mal sagen, wir bleiben tatsächlich einfach so, dass, ja, oh, wir haben sogar unsere Kombo behalten noch, dass wir hier tatsächlich den unteren Wert vernachlässigen, um es jetzt mal so zu sagen, und uns komplett darauf konzentrieren, den oberen Wert dafür schön hoch zu pushen. Das heißt, im Klartext, wir machen noch so viele Transcension, nein, noch so viele Ascension, dass wir den Wert hier auf 15 bekommen. Dann machen wir doch mal eine richtige Transcension. Den hier lassen wir so, weil der reicht so aus, ne? Der ist gut. Aber dass wir ihn hier auf Level 30 schiefen. Und dann nach der Transcension, dieser scheiß Hund, und dann nach der Transcension werden wir uns komplett darauf konzentrieren, dass wir hier praktisch zwar die alle wieder auch hochleveln, aber vor allen Dingen das Ding, dass wir diesmal auch ihn hochleveln, auch wenn er teurer ist. Dass wir ihn praktisch auch auf das gleiche Level haben wie die anderen hier. Ja. Mal gucken, das kostet 1E8, ne? Ja, 1E8. Da sind wir also jetzt leider noch weit entfernt. Aber ich hoffe mal, das wird denn, wenn wir uns darauf konzentrieren, gleich von Anfang an. So, man merkt schon, langsam, ne? Oh ne, ich habe vergessen, das hier rauszunehmen. Wow, das war ja intelligent. Egal, wir machen trotzdem eine Ascension. Bam. Wie gesagt, viel mehr bekommen wir eh nicht. So, okay. Das heißt. Bup. E17. 6E17. Okay, also hat er schon wieder den wenigsten Wert. 6E17. Wow. Ja, ist er ja bis morgen früh fertig. gut. Aber jetzt haben wir schon wieder Start, Kapital. Warum mache ich hier 100? 25, ich will 100er. Danke. Und so, na dann. Gib mal Gas. So. Mal gucken, wie weit wir jetzt bis Level 100 kommen. Gut.
Den schaffen wir schon nicht mehr, genau. Schade. Oh, Goldkisten! Da kriegst du ja direkt Erektion. Vor allem, wie wir einfach schon direkt von Anfang an über plus 1 bekommen, weil wir mittlerweile hier super schnell schaffen, hier 1000 Level rauszubekommen. Ich könnte sogar mittlerweile schon 2 bekommen. Wisst noch nicht. Wie viel brauche ich denn noch? Wow, genau 100. Ach, leck mich doch. Schnell, wir müssen es schaffen. Wo kriege ich 100 Level her? Ja. Oh, ich merke gerade, im Hintergrund läuft meine Musik noch. Keine Ahnung, ob ihr das Lied auch hört. Keine Ahnung, ob ihr das Lied auch hortet. Ist auf jeden Fall ein geiles Lied. Jawoll, und schon haben wir 2. Oh ja. Willst du mich jetzt hier verarschen? Ach, ja, ist schon wieder. Ist ja nicht alle 1000 Level, sondern alle 2000 Level. Wow, ist schon wieder. Ja, ist ja. Okay, ist ja. Ja, ist ja recht, ist ja recht. Alles gut. Alles gut, okay. Leck mich, Arschloch. So, das heißt, können wir hier jetzt etwas Sinnvolles machen mit den guten 3,5 E6? Wir könnten unsere ganzen 3000 alle auf Level 4000 heben. Das wäre mal eine Idee. Das müsste drin sein. Was das bringt, ich habe keine Ahnung. Aber es sollte insgesamt, also wenn wir jetzt einen erhöht hätten, hätte es nichts gebracht. Das wäre gerade mal ein Drittel. Aber ich hoffe mal, wenn wir alle um ein Drittel anheben, dass es dann insgesamt doch ein bisschen was bringt. So, hier kostet es 1 Million. Können wir die auch endlich mal auf ein sauberes Level heben, ne? Damit wir hier nicht andauernd diese scheißen 19, ne? Ungerade Zahlen werden ja erfunden. So, wenn ich derjenige wäre, der Mathematiker, also der die Mathematik erfunden hätte, ja, dann hätte ich alle ungeraden Zahlen rausgelassen. Einfach so. Meine Mathematik hätte so ausgesehen, es gibt nur 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, quasi alle Potenzen von 2 und nichts anderes. Oder gleich nur Binärzahlen. Das ist sowieso witzig, ne? Ich meine, dass es Dezimalzahlen gibt, ne? Also Zahlen von 1 bis, also nee, andersrum gesagt, Zahlen mit Ziffern von 0 bis 9, so muss man das ja sagen, ist ja eigentlich, hat ja keinen mathematischen Sinn, sondern liegt wirklich einfach nur daran, dass die Menschen, die die Mathematik erfunden haben, wenn man das jetzt so sagen möchte, halt Menschen waren mit 10 Fingern und sich Zahlen bis 10 leichter vorstellen konnten. Ansonsten, die Mathematik als solches funktioniert ja eigentlich mit allen Zahlensystemen. Es ist ja nun egal, ob du nun im Dezimalsystem rechnest, im Oktalsystem, Hexadezimalsystem oder im Binärsystem. Du kannst ja eigentlich alle Zahlen und alle Rechnungen mit allen Zahlensystemen darstellen. Von daher wäre es eigentlich cool gewesen, wenn die Menschheit Mathematik gleich von Anfang an im Binärsystem erfunden hätte. Wäre irgendwie witzig. Ich meine, wie würde unsere Menschheit bis heute tatsächlich aussehen, wenn wir seit jeher im Alltag, überall wo wir so rumgucken, Uhrzeiten, ja, weiß nicht, alles Mögliche, wenn wir halt nicht Dezimalzahlen schreiben würden, sondern Binärzahlen schreiben würden. Oder Hexadezimalzahlen, ne? Das wäre doch eigentlich mal ganz eine ganz witzige Vorstellung. Einfach mal hier so, ne? Mein Geburtsdatum, 22.06.1994, das als Binärzahl, alleine 1994 als Binärzahl zu schreiben, ist ja schon eine achtstellige Zahl. Nein, stimmt doch gar nicht. Was rede ich da? Ist eine zwölfstellige Zahl. Im Binärsystem. Ja. Also, ne? Ist
schon, wäre schon ganz witzig. Wäre schon ganz witzig. Naja. So, jetzt haben wir ihn zumindest auf die Hälfte von den anderen. Siehst du, wo ist eigentlich unser anderer Tausender? Das bist du. Gold. Mal gucken, was würdest du bringen, wenn ich dich auf Level 1000 hebe? Ist erstens zu teuer und zweitens... Naja, es würde halt den Goldwert verdoppeln, den ich bekomme. Aber ganz ehrlich... Darauf kann ich tatsächlich fast scheißen. Lass ich mal. Was können wir hier noch machen? Oh, die nächsten 1000 Level kosten dann 4,5 E6. Das heißt also, für je 2 brauche ich 9 E6 und wir haben 6 Stück, soweit ich weiß. Ne, wir haben 7. Das heißt, wir brauchen mehr als 3 E. Jetzt bin ich drauf. Was? 3 E7 oder 3 E8? 3 E7 brauchen wir. Also. Hätten wir erstens jetzt gerade gar nicht und zweitens wäre das auch zu viel, weil dann hätten wir danach kommen noch Hero Souls. Da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Aber ich werde es jetzt tatsächlich versuchen so zu machen, bis zur nächsten Transcension, ne? Also bis wir hier auf Wert 15 sind und dann transzenden. In der Hoffnung, dass wir bis dahin wieder 100 Rubine haben. Lief ja gestern eher nicht so gut, warum auch immer. Wobei ich auch sagen muss, ich habe gestern nicht so oft vorbeigeschaut. Ich habe eigentlich ihn immer im Hintergrund spielen lassen. Von daher habe ich gestern ja eher wenig Fische gefischt. Also siehst du hier 7000 gegen 400. Also normalerweise ist der Wert hier unten halt viel, viel größer. Aber er läuft halt damit auch extrem schnell in diesen Cup rein. Deswegen ich auch ganz froh bin, dass es bei diesen neueren Spielen, ne, also hier bei den neueren Versionen, diesen Cup nicht mehr gibt. Da kann ja der untere Wert auch beliebig hoch ansteigen. Was ja auch einer der Gründe ist, weswegen das mit den neuen Versionen so absolut leicht ist, viele Hero Souls zu farmen. Und hier mit der Version noch absolut schwer ist und dementsprechend halt auch wir hier wesentlich langsamer aus dem Pushen kommen als bei meiner Spielerversion. Bei meiner mobilen. So, wir können übrigens mal hier wieder ein paar Sachen hinmachen. Wir stagnieren schon wieder. Das ist so nicht ganz gut. Habe ich hier noch einen Hunderter? Nein. Alle Hunderter sind weg. Sehr schön. Amen, hopp. So. Oh, wir sind doch schon wieder bei Level 117. Haha. Lololol. Ja klar, eben, wir hatten ja gerade einen Primal Boss. Da müssen wir schon bei Level über 100 sein. Ich schon wieder. Der ist ja mal wieder Dummheit Deluxe. So. Okay, würde mal sagen, wir machen damit jetzt auch den Feierabend. Wie das dürfte. Los. Okay, sehr gut jetzt. Hier haben wir noch keinen bekommen. Wow. So, die sind alle schön. Hier ist alles schön. Ist überall alles schön. Sehr schön. was ich gerade sagen wollte, ist, ich werde jetzt mal in diesen Ascension. Also. Ne, alle Essentials, die jetzt noch kommen, bis zur nächsten Transcension, werde ich jetzt mal versuchen, die ganzen hier hoch zu leveln. Und ihn werde ich versuchen, immer halb so hoch zu lassen wie ihn. Heißt also, ich werde ihn jetzt hier, also, werde jetzt unsere 4000er, werde ich alle auf Level 5000 heben, dann auf Level 6000 und sobald ich auf Level 6000 bin, hebe ich ihn dann auch auf Level 3000. Dann wieder Level 7000, Level 8000, wenn die auf Level 8000 sind, dann ihn auf Level 4000 und so weiter und so fort. Ich meine, bis Level 8000 werde ich hier nicht kommen. Weil da haben wir vorher hier unsere 15 definitiv schon zusammen. Aber vielleicht schaffen wir nochmal, die alle auf Level 6000 zu heben und dann ihn auf Level 3000 zu heben. Das könnte tatsächlich nochmal funktionieren. Mal gucken, wie das denn sich auswirkt. Ja. Bin ich ja mal gespammt. So. Eigentlich könnte ich mittlerweile hier 25er. Ihn im Wesen beglücken. Beziehungsweise, ich lasse es mal und schieße erstmal den Browser, weil danach, jetzt kommt dann wieder die Doom-Aufnahme, ne? Doom, die ja, vierte Episode von Doom, wo ich ein bisschen Bammel vorhabe. Aber nur ein bisschen. Ja, mal gucken, wie die wird. In dem Sinne würde ich einfach mal sagen, ich schließe mal den Browser. Weg mit dir. Dann kann er im Hintergrund schön idlen. Und ja, wir,
Du bitte weg, 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 ist ja hier alles so weiter. Nein, du bitte hoch und du bitte hoch. Danke. Genau. Ja, da werden wir mal gucken. Also ihr habt ja die Duden-Feeder schon geguckt, ne? Aber ich muss sie halt noch aufnehmen. Schau mal drauf.